Herzlich willkommen zum Gebäudereiniger Podcast. Und wenn du diese Folge zumindest kurz nach Veröffentlichungen hörst, hast du die einmalige Chance, bei dem Live-Event den kommenden 6 Mittwochabenden dabei zu sein. Also beeile dich, trag dich schnell ein, findest den Link hier drunter und verpasse nichts zu dem folgenden Thema, welches ich dir heute nahebringen will und ja, eigentlich ja schon immer wieder zwischendurch erzähle, nämlich ein Unternehmer, der seine Zahlen nicht kennt, wie sollte er auch? Ich fange mal ganz tief an und zwar ist es häufig so, dass Leute auf mich zukommen und sagen, Alex, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten und spätestens beim Preis weiß ich dann schon, weil es gibt so gewisse Fragen, die ich stellen kann, die du auch stellen kannst, die du vielleicht weniger beantworten magst, aber lass uns doch mal weitergehen. Und zwar eine meiner Fragen, wenn ich jemanden kennenlerne, du, wo liegt eigentlich so dein durchschnittlicher Stundenverrechnungssatz? Und dann hängt es natürlich davon ab, ob derjenige seinen Großteil seines Geldes mit Unterhalt verdient oder ob er in der Glasreinigung unterwegs ist. Also noch der Unterschied zwischen 13,50 € und 16,70 € im Bruttolohn seiner Mitarbeiter, beziehungsweise auch als Selbstständiger unterwegs ist, also selbstständig ohne Angestellte. Und dann hat sich im Laufe der Zeit für mich herausgestellt, solange bei der Unterhaltsreinigung vorne nicht mindestens eine 3 ist, und mittlerweile ist es also 3, 3, ist in diesem Unternehmen einfach kein Geld liquide, um sich weiterzuentwickeln. Und zurückzuführen ist das Ganze, egal, ob du eine Meisterausbildung gemacht hast, eine normale Berufsausbildung oder ähnliches. Ich hatte jetzt mit genügend Gebäudereinigermeistern zu tun, die zwar betriebswirtschaftliches Rechnen hatten, allerdings sind es ja häufig Glaubenssätze. Und zwar einer meiner liebsten ist, bei mir in der Region kann ich den Preis nicht durchsetzen. Das ist so mein Lieblingsglaubenssatz. Warum sage ich, ist das ein Glaubenssatz? Das ist im einfachen Sinn, du glaubst es. Und wirst keine Handlungen entsprechend vollbringen, die deinem Glaubenssatz zuwiderlaufen. Wenn du den in den letzten 2,5 Minuten aufmerksam zugehört hast, dann hast du die erste Krux bereits erkannt. Ich spreche von Geld und ich spreche von Glaubenssätzen. Und aus eigener Betroffenheit kann ich dir sagen, das sind ganz gemeine, fiese Dinge. Auch ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich unsagbar viel Geld verdient habe. Und als diese 1,5 Jahre vorbei waren, alles, was geblieben ist, eine Apple Watch. Weil ich das Geld, und ich habe fünfstellig in der Zeit verdient, im Monat, weil ich alles Geld, was quasi reinkam, direkt wieder rausgeschleust habe. Was hat mein Privatleben jetzt mit deinem Unternehmertum zu tun? Naja, was habe ich da grundlegend verstanden? Geld ist nur das, was ich ihm bemesse. Und ich habe in der Zeit, und das tun leider viele, viele Unternehmen in der Zeit, nie das Geld in Weiterbildung investiert oder in Wachstum, in neue Geräte, in allen Sachen, die mir einen Profit generieren. Naja, das in Spaß investiert, aber das ist zu mir. Woher weiß ich, dass es bei dir ähnlich sein könnte? Naja, wir werden alle mit demselben oder zumindest einem ähnlichen finanziellen Wissen großgezogen. Ich sagte gerade schon, die beste finanzielle Bildung auf betriebswirtschaftlicher Ebene sollte ein Meister oder ein Student, am besten von BWL, aber wer geht mit BWL-Studium in die Gebäudereinigung? Gibt es Leute, falls du dich angesprochen fühlst, ja, weiß ich, ist weniger der Regelfall. Heißt, ein Verständnis von Zahlen ist eine Grundvoraussetzung. Wir beide wissen, mehr ausgeben, als du einnimmst, bedeutet, du machst miese. Und ganz so simpel ist die Schweinerei nicht. Aus diesem Grund gibt es dieses 6-wöchige Event, was du unter diesem Podcast findest, nehme ich auch, um einfach dir dabei zu helfen, mal die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Denn ich mag das noch einmal betonen, unser Verhalten, auch finanziell, basiert immer auf gelerntem Verhalten. Und jetzt meine größte Frage, und ich mag dir meine Geschichte da so mit erzählen, von wie viel Wohlstand kommst du? Ein Familienhaus, zwei Autos und eventuell noch ein Pool im Garten? Wenn das unsere gemeinsame finanzielle Bildung wäre, dann ist es klar, warum wir nicht mit Geld umgehen können. Und das behaupte ich jetzt mal ganz trocken.
was nämlich dazu führt, wenn wir nicht mit Geld umgehen können und warum ich das auf die Gebäudereinigung so auflegen kann, ist, dass wir bereit sind, Aufträge anzunehmen, nur um Umsatz zu generieren. Und der ein oder andere hat es schon verstanden. Und sollte es dir noch schwerfallen oder du sagst, ich will tiefergehende Tricks generieren, dein Umsatz interessiert am Ende des Jahres nur das Finanzamt. Weil basierend auf deinem Umsatz wirst du besteuert werden. Ja, auf deinen Gewinn zahlst du auch Steuern, aber eine Firma, das Finanzamt wird sich das nicht lange angucken, wenn du 200.000 Euro Umsatz machst und quasi keinen Gewinn, weil du mit deinen Stundenverrechnungssätzen so weit unten warst. Das macht das Finanzamt im wahrsten Sinne des Wortes nicht lange mit, beziehungsweise ist dein Steuerberater vermutlich schneller und wird eine Insolvenz in Kraft treten. Weil guck mal, wenn du bei 200.000 es nicht schaffst, 20.000 Euro Gewinn oder 15.000 vor Steuern rauszuziehen, dann machst du betriebswirtschaftlich etwas richtig falsch. Nämlich, du nimmst Aufträge an, die dir zwar Umsatz generieren, aber kein Plus. Und was würdest du denn mit den, sagen wir, du hast 200.000 Euro Umsatz, wir haben die Rechnung gerade gemeinsam gemacht und hast 15.000 Euro vor Steuern über. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dein Gehalt ist bezahlt. Was machst du mit dem Geld? Ja, wenn du es beiseite legst, führst du es im Prinzip direkt zum Finanzamt durch. Als Selbstständiger, einzige Möglichkeit, die du noch hast, nochmal keine Steuerberatung, sondern nur Erfahrungen, ist der Investitionsabzugsbetrag, dass du dein Geld quasi ein bisschen länger vorm Finanzamt retten kannst. Aber all diese Tricks helfen gar nichts, wenn du an dem grundlegenden Verhalten nichts änderst. Also so klug dieser Spruch, und ich kann ihn wirklich nicht mehr hören. Alle großen Koryphäen im Finanzwesen predigen ihn dir. Und sorry, dass ich damit reinhauen muss, solange du mehr ausgibst, als du einnimmst, passiert nichts. Und das ist der erste Schritt, sich mal eine Übersicht zu verschaffen, zu sagen, pass auf, wo fließt mein Geld denn eigentlich hin? Ich habe wundervolle Unternehmer kennenlernen dürfen in den letzten Jahren, die von der Excel-Tabelle, was monatliche Ein- und Ausgaben hin, Buchhaltungsprogramme können das ja, wenn sie gepflegt werden, von Haus aus auch ganz gut, bin ich vorsichtig, hin zu, ja, ich habe da einen Auftrag, der bringt mir 9.000 Euro Umsatz, alles Weitere interessiert mich nicht. All diese Szenarien habe ich erleben dürfen und genau aus dem Grund haben die Andrea und ich uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen diesen Winter, machen wir mal ein, ja, Workshop der etwas anderen Art. Zwar wird es ein ongoing Workshop sein, es wird immer mittwochs abends sein, wo ganz klar das Thema Finanzen im Vordergrund steht. Warum machen wir das jetzt noch in diesem Jahr, könntest du dich fragen. Na, jetzt, wo es düster wird, wo die heimelige Zeit einkehrt, ist ganz simpel. Ich möchte dir in den kommenden 6 Wochen die Möglichkeit geben, dich auf dein neues Jahr vorzubereiten. Ja, Neujahrsvorsätze, aka, mache ich doch sowieso nicht. Doch, dieses Jahr gebe ich dir die Möglichkeit und die Tools an die Hand, es zu lernen. Nichts anderes ist der Hintergedanke, den ich dir mitgeben möchte, nämlich das erste Mal in deinem Leben Verständnis von Finanzen. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrusen Optionshandeln, CFDs, verstehe ich die Hälfte auch nicht von, sondern das simple Gesetz von Einnahmen versus Ausgaben. Weil auch große Unternehmen, und da kann ich dir aus Geschichten berichten, ohne Namen zu nennen, die da sitzen und sich sagen zum ersten, uiuiui, wie zahle ich denn jetzt bitte die Krankenkasse, die gerade 75.000 Euro von meinem Konto abbucht, weil alle meine Mitarbeiter Krankenkassenbeiträge fällig sind. Und ja, wenn das weg ist, wann zahle ich denn das Gehalt? Oh, erst wenn die Kunden gezahlt haben. Oh, mein größter Kunde verzieht sich in der Zahlung. All das sind immer. Und das ist Eigenverantwortung, darauf zurückzuführen, dass fehlerhafte Entscheidungen getroffen wurden, dass Kunden zu viel Spielraum gelassen wurde, dass man zu abhängig von einem einzelnen Kunden ist. Wir hatten das letzte Woche Mittwoch erst und das war nur so ein Randthema, aber das ist schön. Das werden wir auch in unserer gemeinsamen Zeit, wo ich dich herzlich einlade, die wir miteinander verbringen,
werden wir darüber sprechen. Es gibt eine sogenannte 5%-Regel, ne? Wenn 5% deines Umsatzes morgen fehlen, weil der entsprechende Kunde kündigt, ist das betriebswirtschaftlich und emotional gesprochen kein Beinbruch. Emotional gesprochen mag das immer noch ärgerlich sein. Und natürlich hast du dann plötzlich einen Mitarbeiter über, der woanders eingesetzt werden muss. Allerdings 5%, und das als Faustformel, lassen sich immer kompensieren. Zumal, wenn deine Gebäudereinigung solide aufgestellt ist, deine Finanzen nicht am äußeren Limit tanzen, du das verhältnismäßig schnell wieder drin hast. Und ich rede verhältnismäßig von 1 bis 3 Monaten. Vielleicht macht der Kunde, der geht ja auch nur Platz für einen neuen Kunden. Ne? Wenn du gerade mitten in einer Phase bist von ich muss ablehnen, ich muss ablehnen, ich muss ablehnen, macht so ein Kunde ja Luft und du kannst die Hand heben und sagen, so, pass auf, lieber Kunde, lassen Sie uns doch mal gucken, wie wir zusammenkommen und dann hast du den Verlust quasi ausgeglichen. Jetzt lerne ich sowohl im Mentorship als auch in der Masterclass und in meiner gemeinen Community immer wieder bei Gesprächen Leute kennen, die sind abhängig zu 30, 40, 50 oder als Subunternehmer zu 100% von einer Firma. Und du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, was so eine starke Abhängigkeit ausmacht. Nämlich jeden Auftrag, der kommt, musst du annehmen. Diesen Satz lese ich 10, 15 Mal die Woche, wo die Leute Fotos posten, sagen, ich soll das hier reinigen. Und in den seltensten Fällen geht es vordergründig um Geld. Es geht nur darum, dass der Aufwand bemessen zu dem, was Kollege in unserer Community sonst in der Zeit verdienen könnte, in keinem Verhältnis steht, besonders wenn neue Investitionen anstehen, meinetwegen ein Jalousienreiniger oder eine Osmoseanlage, eine kleine, ein Osmo One oder was. Es sind ja ein paar tausend Euro, die du da investierst. Und wenn du das für einen Einmalauftrag machst, ist das ein recht risikohaftes Investment. Noch schlimmer ist, wenn da ein Kunde dran hängt, wenn du das Investment nicht machst, würdest du den gesamten Kunden verlieren und dieser Kunde macht einen prozentualen hohen Anteil an deinem Umsatz aus. Und wir haben ja eingangs schon die Rechnung gemacht, wenn du dir überlegst, der Kunde macht 35% von deinem Monats- oder gar von deinem Jahresumsatz aus. Den zu verlieren, würde dir als Selbstständiger zumindest, würdest du den Gürtel gewaltig enger schnallen. Als jemand mit Angestellten kannst du Angestellte rausschmeißen. Wenn du 35%, egal in welchem Faktorium, du 35% deines Umsatzes verlierst und nicht sofort an dem Tag noch einen Neukunden an Land ziehen kannst, wird das richtig finster. Ja? Um deine Mitarbeiter weiter bezahlen zu können. Und da müssen schon Reserven da liegen oder aber andere Entscheidungen. Ich habe schon oft über die 5%-Regel gesprochen und ich habe mich oft gefragt, welche Entscheidungen führen eigentlich dahin, dass solche Konstrukte sich aufbauen lassen. Also es geht mir um die reine Psychologie von Geld. Geld, können wir, glaube ich, hier übereinstimmen, hat eine Menge Macht über uns als Menschen. Und wenn du wirklich, und ich sage jetzt zwei Begriffe, die sonst hier nichts verloren haben, aber wenn du erfolgreich und reich werden möchtest, finanziell unabhängig, dann brauchst du erstmal zwei Sachen. Du brauchst das Wissen, was bedeutet für mich eigentlich finanziell frei? Also im Klartext, wie viel Kohle muss jeden Monat auf dein Konto kommen, damit du von dir aus sagen kannst, ich bin finanziell frei? Das ist Fakt Nummer eins und ohne das ist wie ein Ziel. Ohne ein Ziel bewegst du dich nicht. Und zwar nicht, weil du nicht willst, sondern weil du kein Ziel hast. Du läufst zwar los, aber du machst mehr oder weniger den hier auf deiner Reise und der ein oder andere kommt am Ende seines Lebens an, statt laserfokussiert zu wissen, wo soll eigentlich meine Reise hingehen? Also, was bedeutet finanzielle Freiheit für mich? Warum arbeite ich hier? Und ähnliches. Und das Zweite kannst du im Prinzip schon vergessen. Ich werde es dir im Kurs erzählen. Aber das wirklich Wichtige, 99% der Leute, mit denen ich spreche, können mir kein Ziel geben, egal welcher Natur. Aber mir zum Beispiel zu sagen, so pass auf, ich möchte jeden Monat 10.000 Euro netto bekommen. Ne? 10.000 Euro bedeutet pro Monat 1.000 im Jahr und 1,2 Millionen investiert mit 10% Profit. Wir reden nicht von Steuern. Wären was genau das? Deine Gebäudereinigung mit 1,2 Millionen Euro Umsatz
und einer Marge von 15%, wären ja schon 180.000 Euro Gewinn. Und du hast sogar Gehalt bekommen. Dass es Steuerkonstrukte gibt, die dir das ermöglichen, mit ganz, ganz wenig Steuern ganz, ganz viel Geld zu bekommen, easy. Aber guck mal, dein Ziel ist verhältnismäßig einfach zu erreichen. Du hast eine Gebäudereinigung, 1,2 Millionen Euro Umsatz, 10% Gewinnmarge und die ist viel zu niedrig und ist auch vor Steuern, alles gut. Aber du hättest deine 10.000 pro Monat. Woran scheitert's? Naja, zuallererst ist es das Commitment und das scheitert nicht daran, sondern es fängt damit an. Das ist Beginn der Reise und das ist auch Teil der Podcast-Folge heute. Es fängt damit an, dass du dich entscheidest. Nämlich, dass du sagst, pass auf, ich renne nicht jedem Glitzerstäbchen, was mir hingehalten wird, nach, sondern ich setze mich hin und ich bin weit weg davon zu sagen, Arschbacken zusammenzukneifen, das bringt nichts. Im Sparmodus existieren wir Menschen mehr, als dass wir leben und das machen wir, als Männer machen wir das ganz gut. Im besten Fall 6 bis 8 Wochen, das ist so das klassische Diätdrama. Und mit Finanzen funktioniert es nicht anders, weil wir haben, und das ist mein Ziel, dass ich das ändert Gefühle, die an Geld hängen. Wenn wir viel Geld haben, fühlen wir uns gut. Wenn wir wenig Geld haben, fühlen wir uns schlecht. Was tun wir also, wenn wir viel Geld haben? Wir sprechen darüber. Was passiert? Wir kriegen mehr. Das Gesetz der Anziehung. Was passiert aber, wenn wir schlechte Gefühle haben und wenig Geld? Wir sprechen nicht drüber, weil keiner will schlechte Gefühle haben. Es ist tatsächlich ein komplett tiefenbiologischer Prozess. Vorsichtig, ich sage, dass sich das ändern darf. Du musst es nicht, du kannst auch sagen, das ist alles Spinnerei, was ich hier die letzten 15 Minuten erzähle. Dein Bier. Und glaub ja nicht, nur weil du änderst, wie du drüber sprichst, dass sich was für dich ändert. Das ist immer der erste Schritt. Allerdings, lass es dir gesagt sein, das ist der schwerste Schritt. Nämlich in vielleicht deiner Situation zu sagen, pass auf, ja, ich komme gerade so rum, ich kann meine Familie ernähren, jetzt als Selbstständiger und mehr oder weniger richtet sich dieser Podcast ja auch an dich. Was passiert, wenn deine Arbeitskraft wegfällt? Ich habe Leute in meinem Netzwerk, ich habe Leute hier im Podcast gehabt, wo ich mir so mancher Tage Gedanken mache, das ist ja cool, was ihr da macht. Nur was passiert, wenn? Ja, also dem Moment, wo die eigene Arbeitskraft verwehrt wird, was dann? Dann kannst du noch so gut kalkuliert haben, dann muss irgendwo die Kohle herkommen. Gott sei Dank schafft kein Selbstständiger in Deutschland. Und bitte, selbstständig bedeutet für mich, du alleine, 1,2 Millionen Euro Jahresumsatz, sodass du auf 10.000 im Monat kommst als Gewinn. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der mit Laser oder mit Trockeneis arbeitet. Wäre ja auch schön, das zu wissen. Wir gehen mal vom durchschnittlichen Gebäudereiniger aus. Ja, und um das hochskalieren zu können, braucht es eine Form von Bildung gegenüber Finanzen, weil das ist ganz spannend zu beobachten. Wenn du Mitglied des Million-Dollar-Clubs wärst bei uns in der Community oder auch sonst mal am Mittwochabend deine Ohren spitzt, du in der Gebäudereiniger-Bibliothek dir die alten Calls anschaust, die Art und Weise, wie größere Unternehmer über Geld sprechen, hinzu wie kleinere Unternehmer über Geld sprechen, ist eine ganz faszinierende Geschichte. Und auf der Reise über die Siebenstelligkeit findet immer, immer eine Transformation statt. Und die ist ganz spannend zu beobachten. Ich habe gerade zwei Mentorship-Kunden, die sind über die Millionen gekommen. Und diese Reise der Veränderung, so mag ich sie einfach mal nennen, auch in Bezug zu Finanzen, macht eine wilde Achterbahnfahrt. So sage ich das einfach mal. Also freu dich drauf, wenn du dein Ziel kennst, dass die Reise es wert ist. Und ich möchte dich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dazu einladen, mich auf dieser Reise zu begleiten in den nächsten 6 Wochen. Und wir beide haben dann die Möglichkeit, uns mittwochs abends immer live und in Persona zu sehen. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen wundervollen Start in einen Tag, vielleicht auch einen Feierabend. Ich weiß ja nicht, wo du mich gerade hörst, siehst oder was du sonst noch machst. Ich mag dich nur mit der Aufgabe entlassen. Kenne deine Zahl.